Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, einmal mehr wird in dieser Debatte deutlich, wie zerrissen diese Koalition bei ganz wesentlichen Fragen ist. Und was ist immer wieder das Ergebnis? Die Öffentlichkeit bleibt irritiert zurück, wie beim Verbrennerverbot. Was gilt denn nun? Kommt das komplette Verbrenner aus oder nicht? Ist Deutschland dafür oder dagegen? E-Fuels nur für Flugzeuge und Schiffe, wie es gerade von den Grünen gesagt wurde. In der europäischen Debatte sind einige schon weiter. Das EU-Parlament hat kürzlich beschlossen, dass bei den Reduktionszielen für Lkw und Busse auch E-Fuels angerechnet werden, mit Stimmen von CDU, CSU und FDP-Abgeordneten, insgesamt einer Mehrheit im Europäischen Parlament. Und darum geht es ja auch in dieser Debatte, dass auch die Bundesregierung diese Debatte vorantreiben muss auf europäischer Ebene. Natürlich kann man immer auf die Kommissionspräsidentin verweisen, aber zu Recht wurde gerade auch gesagt, da gab es den Vize-Kommissionschef Timmermans, der für Sozialdemokraten und Grüne in den Wahlkampf in den Niederlanden gezogen ist, der dieses Thema Verbrennerverbot maßgeblich vorangetrieben hat, eben mit Unterstützung auch von SPD und Grünen Abgeordneten im Europäischen Parlament aus Deutschland. Die Debatte in Europa geht voran, aber jetzt braucht es einen aktiven Einsatz dieser Bundesregierung, dass dort vernünftige Entscheidungen getroffen werden, meine Damen und Herren. Und wenn ich von Irritation spreche, die bei den Bürgern zurückbleibt, dann zählt da auch so ein Beitrag wie vorhin dazu, wenn dann gesagt wird, naja, der Liter E-Fuels kostet ja 10 Euro. Also das ist wirklich von vorgestern. Man geht mittlerweile von Preisen von 1,50 mit Potenzial nach unten aus. Und dann, meine Damen und Herren, ist aber auch noch die Frage zu beantworten, die der Finanzminister kürzlich aufgeworfen hat, nämlich wie geht man dann mit der Besteuerung der E-Fuels um? Will man es so teuer machen, dass sie sich nie durchsetzen können? Oder will man sie als echte Chance für Klimaschutz im Verkehr etablieren? Auch diese Fragen müssen Sie bald beantworten. Jetzt gab es vor einigen Monaten diese Einigung mit der EU-Kommission für eine Ausnahme für den klimaneutralen Verbrenner, aber Stand heute ist noch so ziemlich alles unklar. Und das sorgt für Politikverdruss, das untergräbt das Vertrauen der Menschen in der Politik und letztendlich sorgen Sie als Bundesregierung für die Verunsicherung bei den Verbrauchern, besonders auch bei Menschen im ländlichen Raum, aber auch bei den Herstellern, übrigens nicht nur bei den großen Autoherstellern, den großen Industrieunternehmen, sondern auch bei vielen Zulieferern aus dem Mittelstand und bei ihren Beschäftigten. Es gilt insgesamt, Sie tragen Ihre Zerrissenheit als Bundesregierung auf die europäische Ebene. Dort herrschte wochenlang Entsetzen über diesen offen ausgetragenen Streit. Jetzt dürftiger Kompromiss erzielt, aber jetzt müssen Sie endlich konkret liefern, dass wir Klarheit haben, wie es weitergeht mit dem Verbrennerverbot auf europäischer Ebene, ob es noch verhindert werden kann mit einer Ausnahme für klimaneutrale Kraftstoffe. Wir sind Autonation in Deutschland, und das ist schon irritierend, dass der Bundesregierung erst so spät aufgefallen ist, dass da vielleicht eine große Fehlentscheidung auf europäischer Ebene anstehen könnte. Vom Wirtschaftsminister hat man in der ganzen Debatte so gut wie nichts gehört. Und da können wir jetzt froh sein, dass der Verkehrsminister aufgewacht ist. Aber das Problem ist ja, dass bei vielen maßgeblichen Entscheidungen auf europäischer Ebene nicht Herr Wissing am Verhandlungstisch sitzt, sondern das Bundesumweltministerium. Und das ist ein Problem, meine Damen und Herren. Denn Teile dieser Bundesregierung und der Koalition arbeiten eben permanent dran, der Verbrennungstechnologie den Gar auszumachen, obwohl es die klimaneutrale Alternative gibt für den Verbrenner mit den E-Fuels. Es kann nicht sein, dass bei Ihrer Vorstellung von grüner Klimaneutralität nicht die Klimabilanz im Vordergrund steht, sondern die Emissionsvermeidung muss politisch für Sie passend sein. Das ist eine kaum verhohlene, offene Sabotage an dem, was unser Industrieland so erfolgreich macht. So eine Einstellung können wir uns nicht länger erlauben in Zeiten geringer Haushaltsspielräume und großer Belastungen für die Verbraucher. Weniger denn je. Also, Bundesregierung ist gefordert, mit Technologieoffenheit in diese ganzen Fragen zu gehen, für Technologieoffenheit sich einzusetzen, mit einer klaren Haltung auch auf europäischer Ebene.